Salamu alaikum, Leute, was geht? Bin ich heute so gut gelaunt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall backen wir heute einen Kuchen. Aber keinen normalen Kuchen, wir backen einen Bonbonkuchen. Wisst ihr was, damit euch nicht langweilig ist, backt ihr mit mir zusammen einen Kuchen. Also, wenn ihr dieses Video schaut, habt ihr nicht nur einen Lachkick, ihr könnt auch dann einen Kuchen backen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass jeder einen Kuchen backen kann. Was wir für den Bonbonkuchen brauchen? Zucker, Öl, Mehl, Eier, welche Younes nicht besitzt, Milch, Backpulver, eine Schüssel und Schneebesen und ein Glas. Ja, das ist vergessen, und ein Glas. Ihr wolltet, dass ich unbedingt Miriam und Younes auseinandernehme, aber mache ich nicht, nein. Mache ich nicht, weil ich finde keinen Grund dazu. Die Armen, ich höre, ich feier eigentlich deren Content voll, ne? Also, ich weiß echt nicht, was euer Problem ist. Warum hatet ihr Mariam und Younes dafür, dass sie Fake-Pranks drehen? Und auch Can, der ist ja voll ausgerastet, ne? Ich verstehe euch alle nicht, warum ihr da alle ausrastet. Weil ganz ehrlich, wenigstens passen die jetzt ihren Content zu deren Charakter an. Also, ich verstehe nicht, was ihr alle habt. Was willst du von den Menschen wissen? So? Zu den Menschen passt halt, dass sie Fake-Pranks drehen. Die sind doch fake in Person. Willst du, dass sie jetzt über wahre Liebe reden oder was? Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe generell gar nicht diesen Hate. Achso, ja, das sind 4 Eier. Ne? Ich will euch gerade nicht zeigen, aber da sind 4 Eier drin. Eine Tasse Zucker. John Brook ist ja richtig ausgerastet, ne? Ich bin der Beste, Digga! Es gibt keinen Besseren! Gibt's nicht! Obwohl, das ist selbstverständlich, ne? Weil ich frage mich halt, was die sich dabei denken, wenn die Fake Pranks drehen. Die denken so, ey, Younes, ja, Marie, lass mal Fake Pranks drehen. Ich glaube, ihr liegt alle falsch. Wirklich, ich glaube, ihr liegt alle falsch, denn Mariam hat nicht Younes über Daniel kennengelernt und auch recht nicht über Bongo. Sie hat ihn mit Daniel kennengelernt. Ich sag euch auch wie. Wir müssen jetzt erstmal den Zucker und die 4 Eier zusammen verrühren. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch. Ich sollte mal meine Aggression echt unter Kontrolle haben. Eine Tasse Milch. Also, ich glaube, Mariam und Daniel sind ja Moslems, ne? Irgendwie. Auf jeden Fall, bei uns im Islam gibt es ein Opferfest und ein Zuckerfest. Beim Zuckerfest bekommt man Geld, geht beten, küsst Hand und so. Ist verständlich normal, ne? Eine Tasse Öl noch. Aber beim Opferfest, da geht man ein Schaf schlachten. Und Younes sieht aus wie ein Schaf. Stell dir mal vor, die waren so bei einem Schafswirt, die sagen so, einmal ein Schaf zu mitnehmen, bitte. Und Miriam sagt so, nein, warte mal. Bongo hat mir gesagt, das ist die Liebe meines Lebens. Sie hat einfach am Opferfest Younes kennengelernt. Bongo kam erst danach. Weißt du, konnte sie so nicht entscheiden zwischen Younes und Daniel. Ich denke mir so, wie, du kannst dich nicht entscheiden. Guckt mal, wie verschieden die Welt doch ist. Andere wissen nicht, für was sie sich entscheiden. Im Berufsleben werden sie Architekt oder Arzt. Ich weiß nicht, ob ich morgen lilane oder rosane Kopftuch anziehe. Und sie weiß nicht, ob sie Daniel oder Younes nehmen soll. Irgendwann diese Welt ist so verrückt. Die hat einfach beim Opferfest Younes kennengelernt. Wallah, der sieht schon aus wie ein Schaf. Ich verstehe auch nicht, was sie so an den findet. Ich bin sogar männlicher als der. Jeder ist männlicher als der. Guck mal, der hat Schafskopf. Also, ich bin ehrlich, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber ich finde einfach, Miriam ist nicht schön. Und das meine ich nicht so vom Äußerlichen her, sondern einfach so vom Charakter her. Wer muss man sein, damit man 2 Beziehungen veröffentlicht, die eine durch Skandale auflöst und dann irgendwas von Realness redet? Nö, das ist halt so meins. Wisst ihr, Leute? Auf jeden Fall, dass jetzt Mehl dran kommt und zwar so 1,5 Tassen. Ich hoffe, irgendwas daran wird lecker sein. Ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich keinen Plan. Ich erzähle euch mal was. Mein Crush. Ja, ich hatte mal einen Crush. Leute, ich war auch mal in einer Phase, wo ich jemanden sehr gemocht habe, ja?
gemerkt habe, nö, alle sind scheiße, ich brauche niemanden. Ich brauche nur mich, meine Familie und sehr viel Essen. Ich denke mir so, wie ist das Gefühl zu wissen, dass ganz Almanistan über deine Liebesgeschichte mit Jonas und auch mit Daniel Bescheid weiß? Jonas ist gar nicht mein Fall, Wunder. Der ist doch Tunesier, ne? Ich bin Algerierin, also ich bin Nachbarland von dem. Also... kein Plan. Vor allem, ich verstehe nicht, wie diese Leute kein schlechtes Gewissen haben. Stell mal vor, inshallah, man weiß ja nie. Ich habe eine Beziehung, ne? Also auf Halal-Basis natürlich, ne? Und sagen wir mal, diese Person steht auch im öffentlichen Leben, ja? Und stell dir mal vor, wir machen Schluss. Ich würde doch einfach sagen, hier, wir haben Schluss gemacht. Safi sei, Dunja hält dir das vorbei. Aber diese Menschen, die ziehen aus Liebe Profit. Aber das ist doch ekelhaft. Ich find sowas richtig ekelhaft. Wisst ihr, und da ist so der Punkt, wo ich sage, guck mal, Yunus, Amiri und Miriam und all diese Leute, all diese Fake-Leute haben eine richtig große Reichweite. Ich glaube, das muss man nicht sagen, haben die einfach, ne? Stell dir mal vor, keine Ahnung, in so einem Jahr habe ich die gleiche Anzahl von Abos oder die gleiche Reichweite wie Miriam, Yunus und so weiter. Ich würde mich tatsächlich fragen, wäre ich vom Verhalten oder vom Social-Media-Bereich her genauso wie die? Ich sag euch ehrlich, ich finde es richtig ekelhaft, dass man für Klicks Liebe ausnutzt. Liebe verkauft, seine Seele verkauft. Aber du musst dir halt vorstellen, die wissen, was die machen. Die wissen, ey, das, was sie machen, ist schon scheiße, aber es bringt halt Klicks, Likes und Geld. Und dann denke ich mir so, wow, du hast Liebe für Klicks verkauft. So, stell mal vor, Yunus und Miriam machen Schluss. Und Yunus kommt mit Daniel zusammen. Wey, yo, oh mein Gott, Kopfkino. Ah, wey, yo, scheiße, stopp. Wäre schon ein richtig süßes Paar. Jetzt kommt noch Backpulver. Also ich persönlich feiere Miriam gar nicht. Aber diese Menschen sind schlau. Die wissen, wie man Geld macht. Aber diese Art und Weise, wie man Geld macht, finde ich ekelhaft. Aber ganz ehrlich, ich könnte nicht ruhig schlafen neben Yunus. Stell dir mal vor, du schläfst neben einem Schafskopf, der Hand in Hand mit Ali Hakim gepinkelt hat. Ich stehe gar nichts mehr auf dieser Welt. Ich habe das Gefühl, je faker man ist, desto beliebter wird man. Ich verstehe einfach Menschen nicht, aber das ist okay. Weil manche Menschen sind einfach dumm und die will man nicht verstehen. Also der Bongo-Kuchen ist somit eigentlich fertig. Jetzt müssen wir ihn nur noch in eine Form reingießen und in den Ofen reintun. Anhand von Yunus und von Mariam merke ich, die Menschheit verblödet. Mit Fake-Pranks einfach richtiges Geld verdienen. Jetzt holen wir erstmal eine Form. Ah, und was ich vergessen habe, weil mir das gerade so auffällt, als ich das gemacht habe, bisschen mit ihm redet, so richtig wie eine Dagi Bee und wie eine Bibi, so richtig auf Hallo, it's Mariam Paradise. Ich denke mir so, hallo, it's Mariam Jehennem. Stell mal vor, das wäre mein Intro. Hallo, it's Mariam Jehennem. Und ich zeige euch, wie man Kinder auf Instagram und TikTok abzieht. Was ist mit dieser Motte, Mann? Geh mal weg hier. Ja, schaut mal, ich habe einen Osterhasen gefunden. Das ist der Hase, der Yunus seine Wenn das Wetter so schön ist, bin ich automatisch gut gelaunt. Auch wenn ich so ein depressives Stück Scheiße bin. Aber trotzdem. So, jetzt tun wir das bei Ober- und Unterstufe von 200 Grad Celsius rein. Ja, und das war's dann, ne? Dann ist der Hase gelaufen. Gut. Also, wenn Sie jetzt... Alter, was ein Allmann ich manchmal bin, ne? Sag ich jetzt einfach, wie das aussieht. Oh, so sieht's aus. Richtig schön, ne? Richtig sexy, ja. Leute, der Kuchen ist bald fertig und mein Kopftuch sitzt nicht. Komm, ich wollte ein paar Sachen sagen. Vor allem diese Sache, als in Baha und sowas passiert ist, dass er über mich schlecht geredet hat, ist ja auch egal. Guck mir Yunus, Amiri und Miriam so an. Und mir schreiben Leute, mein Verhalten ist auf Social Media falsch und als Muslimin ist das überhaupt nicht akzeptabel, wie ich rede, wie ich bin und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, ich habe nie Kinder verarscht, ich habe nie Leute abgezogen, irgendwas mit Geld oder so. Ich habe weder Leute verarscht, muss meine Religion nicht verkaufen, meine Sexualität nicht verkaufen und meine Liebe erst recht nicht. Ich denke mir so, eigentlich hat meine Mutter alles richtig gemacht. Ja, das war es eigentlich mit dem Video. Ja, mehr gibt's auch nicht. Ja, ciao!